Kuching, unser Startpunkt auf unserer Reise durch Borneo. Wir befinden uns zwar immer noch in Malaysia, allerdings trennen uns 700 Kilometer Pazifischer Ozean vom Festland. Nach einer kurzen Stadtbesichtigung entschieden wir uns für ein bisschen Ruhe, um Kraft für die kommenden Tage zu sammeln. Für uns ging es in den Baku Nationalpark, der sich auf einer Halbinsel in der Nähe von Kuching befindet. Das Wandern durch den Regenwald Borneos war eine unglaubliche und unvergessliche Erfahrung für uns. Man bahnt sich seinen Weg durch das Dickicht. Es ist warm und anstrengend. Man fragt sich, ob es wirklich der Schweiß ist, der ihm über den ganzen Körper läuft, oder doch das Wasser der hohen Luftfeuchtigkeit. Um sich herum hört man Grillen, Frösche und Vögel, die ohrenbetäubend laute Geräusche von sich geben. Einige klingen wie Alarmanlagen. Wenn sich die Affen über den Köpfen von Baum zu Baum schwingen, hört man die Äste brechen und Blätter fallen herunter. Im Gebüsch neben, hinter und vor einem raschelt es. Man versucht etwas zu sehen. Eidechse, Schlange, Frosch, Spinne, Maus oder doch etwas Größeres. Da sind Bartschweine. Bartschweine findet man in den Regen- und Mangrovenwäldern Sumatras, Borneos sowie auf einigen philippinischen Inseln. Unsere erste Begegnung mit einem Bartschwein war tatsächlich mitten im Dschungel. Wir hörten es rascheln und versuchten durch die vielen Blätter etwas sehen zu können. Drei kleine Bartschweine und ihre Mutter wühlten mit ihren Nasen auf dem Boden und suchten nach etwas Essbarem. Wir erinnerten uns an daheim. Hier war es gefährlich, auf Wildschweine zu treffen, vor allem wenn sie Junge dabei haben. Etwas ängstlich versuchten wir uns an den Schweinen vorbeizuschleichen. Sie erschraken und liefen weg. Einige Abschnitte der Wanderwege standen aufgrund des starken Regens vom Vortag noch unter Wasser. Das Klima hier ist immer tropisch, heiß und regenreich. Jährlich fallen hier durchschnittlich 4000 mm Niederschlag. Zum Vergleich, in Deutschland sind es ca. 700 mm. Anders als wir fühlt sich dieser Waran ziemlich wohl im Wasser. Dank seines Ruderschwanzes ist er ein exzellenter Schwimmer. Und was raschelt da über unseren Köpfen? Ein Nasenaffe. Der Nasenaffe lebt ausschließlich auf der Insel Borneo und ist in Küstenregionen sowie tiefgelegenen Moor- und Mangrovenwäldern zu finden. Dort ernährt er sich von Blättern, Früchten und Blüten. Das auffälligste Merkmal, die große Nase, tragen nur die Männchen der Gattung im Gesicht. Wie die Orang-Utans sind auch die Nasenaffen von der Abholzung und Brandrodung ihres Lebensraums betroffen und gelten als stark gefährdete Art. Die aufgeweckten Makaken liefen überall im Dschungel und am Strand umher. Wir verbrachten Stunden damit, sie zu beobachten. Vor allem eine Affenmama mit Kind hat es uns angetan. Neben all den vergleichsweise kuscheligen Tieren gibt es natürlich auch welche, die eher kitzeln. Für manche vielleicht nicht schön anzusehen, aber essentiell für den Regenwald.
die fleißigen Ameisen zum Beispiel, die sich von kleinen Schädlingen ernähren und so die Bäume vor diesen schützen. Etwas mulmig wurde uns nur, als wir auf die äußerst giftige Bornean Keeled Pit Viper stießen. Ihr Biss injiziert ein tödliches, Blut- und Gewebe zersetzendes Gift. Es wurde dunkler, aber für uns ging es noch nicht ins Bett, denn wir nahmen an einer Nachtwanderung teil. Lemuren, Grillen, Spinnen, Schlangen, Frösche. Unser Guide kennt die typischen Verstecke und weiß, die Spuren auch in der Dunkelheit zu lesen. Beeindruckend war es auch, als wir im Dschungel stehen blieben und er uns bat, die Taschenlampen auszuschalten. Es war stockduster. Ab und an wurden die Baumkronen durch das aufziehende Gewitter beleuchtet. Möchte man abseits der einen Hauptstraße, die die größeren Städte miteinander verbindet, auch die kleineren Dörfer und Langhäuser der Ureinwohner erkunden, so kann man sich nur auf dem Fluss mit einem Boot fortbewegen. Unser Ziel war das knapp 500 Kilometer entfernte Dorf Belaga, mitten im Regenwald. Die Bootsfahrt dorthin dauerte 3 Tage. Nach 8 Stunden Fahrt erreichten wir die Stadt Cebu, die einst als Handels- und Umschlagsplatz vorrangig für Chinesen entstand. Entlang der Straße am Fluss sowie an den Bäumen hängen rote Laternen und chinesische Verzierungen, die zu einem Tempel führen. Die eindrucksvolle Pagode ragt über 7 Stockwerke in die Höhe und zieht alle Blicke schon aus weiter Entfernung auf sich. Der Tua Phe Kong-Tempel wurde bereits im Jahr 1890 erbaut. Die Einwohner Cebus erfuhren schon 2-mal die Heiligkeit ihres Tempels. Grund hierfür sind ein Feuer, welches im Jahr 1928 die gesamte Stadt zerstörte, sowie der Zweite Weltkrieg, in dem viele Teile der Stadt ebenfalls zerstört wurden. Tua Phe Kong blieb beide Male nahezu unversehrt. In den Abendstunden schlenderten wir noch über den Nachtmarkt. Früh am Morgen ging es bereits wieder auf die Fähre. Wieder gut 8 Stunden später erreichten wir Kapit. Für viele Touristen ist die Stadt nicht besonders interessant. Für die Einheimischen ist sie dank ihrer Einkaufsmöglichkeiten jedoch das Zentrum der Region. Wir schlenderten wieder mal durch die Straßen, über den Nachtmarkt und beobachteten einfach das Geschehen. Wieder früh am Morgen ging es für uns auf die nächste Fähre. Nach 8 Stunden erreichten wir Belaga. Die Stadt wurde einst von Chinesen gegründet, um mit den Ureinwohnern, den Udungulu, Handel zu betreiben. Auch heute ist Belaga das Zentrum der Nachfahren, die immer noch überall im Regenwald verteilt in Langhäusern leben.
Da sich in dem kleinen Lager nur eine Handvoll Touristen im Monat rumtreiben, wird man sofort erkannt und angesprochen. Wir wurden von einem Mann namens Daniel auf ein Dosenbier eingeladen und nahmen sein Angebot, uns die Region zu zeigen und seine Familie vorzustellen, an. Zugegeben, einem Wildfremden irgendwo im Nirgendwo blind zu vertrauen. Sowas kann ganz schön nach hinten losgehen. Aber wie du hörst, haben wir es überlebt und dadurch etwas Unvergleichbares erlebt. Wie verabredet, machten wir uns morgens auf zum Bootsanleger. Auf dem Weg wurden wir schon von einem Einheimischen angesprochen, der scheinbar mehr als wir wusste. Er war unser Bootsfahrer. Daniel ließ etwas auf sich warten und teilte uns nur kurz mit, dass wir mit einem Mann namens Bo in den Dschungel gehen und zum Mittagessen wieder da sein werden. Wir stiegen in das Boot und er winkte uns zu. Er scheint wohl nicht mitzukommen. Wir wollten Bo fragen, warum, aber dieser verstand natürlich kein Wort Englisch. Nach 30 Sekunden waren wir auch schon da. Wir haben den Fluss quasi nur überquert. Eine hohe, steile Dschungelwand stand vor uns. Bo gab uns ein Zeichen, aus dem Boot auszusteigen und scheinbar diese Wand hochzuklettern. Wir konnten den Weg kaum erahnen und waren etwas verwirrt, warum er nicht vorgeht. Die steile Wand unverletzt erklommen, gab er uns ein Zeichen, dass wir weiter vorangehen sollen. Doch wohin überhaupt? Ich war mutig und bahnte mir den Weg durch das Dickicht. Vor einigen Tagen wanderten wir bereits durch den Dschungel, doch diese Wanderung war eine ganz andere. Hier sind keine anderen Touristen. Die Natur nahezu unberührt. Wer hier durchgeht, ist in der Regel Früchtesammler. Wie auch Bo, wie wir feststellten, als er Durian über Durian fand und in seinen Korb auf den Rücken warf. Dieser Daniel, gut durchdacht. Er schickt uns mit einem Früchtesammler, der jeden Tag im Dschungel ist, auf dem Weg und gibt ihm wahrscheinlich nur eine müde Mark dafür. Klar, dass Bo überhaupt nicht weiß, wie man mit uns unbeholfenen Touristen umgeht. Wir konnten uns zwar nicht miteinander verständigen, aber er versorgt uns liebevoll mit Durian. Die Durianfrucht ist vielen als Kotzfrucht bekannt, da der Geschmack und vor allem der Geruch wirklich sehr abstoßend sein können. Der Geschmack lässt sich am besten als leicht süßlich, zwiebelig, schweflig und käsig beschreiben, abhängig von Frucht und Reifegrad. Durian sind übrigens eine der Lieblingsfrüchte von Orang-Utans. So mutig ich Vorgängerin war, musste es ja irgendwann soweit sein. Ich stürzte auf ein morschen Brett ein, welches über einen Fluss gelegt wurde. Zum Glück blieb ich bis auf nasse Hose und Schuhe unversehrt. Nachdem wir uns über 3 Stunden den Weg durch den tiefsten Dschungel bahnten, hörten wir einen Hahn krähen. Uns war klar, dass hier in der Nähe Menschen leben müssen. Und so war es auch. Wir erreichten eines der Häuser eines Stammes der Ulung Ulu. Dieser Stamm lebt noch heute im und vor allem von dem Dschungel. Was wir vorher nicht bedacht haben, die Treffen mit den Touristen sind nicht abgesprochen. So trafen wir nur 2 Jugendliche, die scheinbar auf das Dorf aufpassten. Der Rest der Familie war im Dschungel zum Jagen und Sammeln. Natürlich sprachen die beiden wie auch Bo kein Wort Englisch und schossen so viele Fragen in den Kopf, die wir leider nicht stellen konnten. Bo gab den Jugendlichen reichlich Durian und die Gastgeschenke, die uns Daniel mitgegeben hatte. Tabak und Schokolade, Luxusgüter aus der Stadt. Gegen 15:30 Uhr kamen wir wieder in Belaga an.
Hier wartete Daniel mit dem Mittagessen. Es gab Bartschwein mit Reis. Michael möchte auf der Weltreise viel kennenlernen und probierte das Fleisch. Der Geschmack ist mit Wildschwein zu vergleichen, was der ein oder andere vielleicht selbst schon mal probiert hat. Nach dem Essen fuhren wir erneut mit dem Boot raus und bestaunten den Dschungel, der rechts und links von uns in die Höhe ragte. Ein Freund von Daniel, der uns ebenfalls begleitete, hielt Ausschau nach Durianbäumen und wurde alle paar Meter fündig. Kaum zu glauben, wie viele Durianbäume um ihr Lager wachsen und die Bewohner mit ihren besonderen Früchten beschenken. Zwar hatten wir uns schon auf der Wanderung am Vormittag den Bauch vollgeschlagen, doch als eine Durian nach der anderen in das Boot geworfen und aufgeschnitten wurde, konnten wir schlecht Nein sagen. Mittlerweile haben wir uns auch schon an den Geschmack und Geruch gewöhnt. Am nächsten Tag ging es für uns 3 Autostunden tiefer in den Regenwald. Wie zahlreiche indigene Völker Borneos leben auch die Nachfahren traditionell in Langhäusern. Ein Langhaus ist wie eine Dorfgemeinschaft und bietet Wohnraum für ca. 50 Familien, Lager sowie Arbeitsräumlichkeiten. Der innere Aufbau folgt einem einheitlichen Schema, das sich in allen Langhäusern wiederfinden lässt. Hierbei ist die eine Hälfte öffentlich zugänglich. In der anderen befinden sich die privaten Räume der Familien. Diese Langhäuser sind im traditionellen Stil gebaut, obwohl sie erst 20 Jahre alt sind. Damals mussten sie einem Stauseeprojekt weichen. Trauer um die Vergangenheit haben wir aber nicht entdecken können. Viel eher schienen uns die Leute glücklich darüber zu sein, dass sie jetzt an einer gepflegten Straße mit Nähe zu einem Markt, einem Krankenhaus und sogar einer Schule für die Kinder wohnen. Der Bruch mit der Vergangenheit hat sich aber schon vor vielen Jahren angebahnt. Traditionelle tätowierte Frauen und Männer mit großen Ohrlöchern gibt es nur noch in Groß- und Urgroßelterlicher Generation. Die Familien zählen zu den Ulungulu und dem indigenen Stamm der Kayan. Vor 50 bis 60 Jahren haben sie sich noch die Arme und Beine tätowiert und ihre Ohrlöcher geweitet, um die Stammesangehörigkeit für alle deutlich zu machen. Auf die Frage, warum es irgendwann aufhörte, erzählten uns die Frauen lachend, dass es sehr lange dauert und schmerzhaft sei. Außerdem sind die letzten traditionellen Tätowierer verstorben, ohne dass jemand anderes ihr Handwerk gelernt oder übernommen habe. Je nachdem, wie viele Besucher es überhaupt nach Belaga verschlägt und wie viele davon die inoffizielle Tour bei Daniel buchen, treffen die Langhausbewohner nur alle paar Wochen auf Touristen. Möchte man also einen authentischen Einblick in das Leben der letzten Kayan und der Langhäuser werfen, ist man hier genau richtig. Unsere Reise durch Borneo ist noch nicht vorbei. Für uns ging es weiter in das Sultanat Brunei Darussalam.